Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zu einem weiteren neuen Spiel. Fort Solis. Keine Ahnung, was das ist. Alles auf volle Pulle gestellt. Ja, also ich habe natürlich vorher mal reingeguckt bei YouTube. Soll irgendwie ein kurzes, nur so 3 bis 4 Stunden lang sein, aber ein gutes Spiel sein. Und auch soll in der neuen Unreal Engine 5 Punkt irgendwas sein. Ach, wir gucken uns einfach an. Ich teste alles für euch. Und am Ende kann man bei Steam, ja Gott sei Dank, immer alles zurückgeben. Deswegen nutzt das. Wir gucken uns die ganze Sache hier mal an. Ich spiele mit Controller. Also es ist so ein bisschen Resident Evil mäßig von hinten, diese Ansicht. Aber man soll wohl weniger kämpfen müssen oder gar nicht, sondern mehr Rätsel, Rätsel, Rätsel. Und mal gucken, ob das nach Immortals of Avenue, keine Ahnung, wie es heißt, der nächste technische Flop ist, weil das Spiel an sich war, ist ja cool. Ich spiele es ja auch immer noch. Aber technisch ist das unter aller Sau gewesen. Performance, technisch. Dreck, Müll. Ist die neue Unreal Engine schuld? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns das jetzt hier mal an. Wie immer, auch hier alles auf Max. Wir müssen einmal Untertitel anmachen. Ich habe gehofft, dass es auf Deutsch ist. Also die Sprachausgabe gibt es aber nicht. Nein, es ist auf Englisch. Kann man das auch irgendwie überspringen? Mal wieder nicht. Also, allein Spiele, wo man nichts überspringen kann, ist scheiße. Warum gibt es uns nicht die Option? Drücke alles. Es ist auch noch ein bisschen laut. Das heißt, ich gehe hier nochmal ein bisschen runter. Gucken uns das Ganze mal an. Müssen wir ja jetzt gezwungenermaßen, das hätte ich schon längst übersprungen. Aber ihr seht jetzt schon wieder die Performance. Ah, okay. Ich muss jetzt schon das Multitool aktivieren. Was hast du gesagt? Alarm. Bestätigen mit B. The alarm at Solis is triggered. Solis? That relic? Manually initiated. I've never seen a manual one. Was soll ich gerade sagen? Ich habe wie immer alles auf Max. Ohne DLSS, ohne alles. Einfach alles auf Max. Und man muss wahrscheinlich auch hier wieder DLSS anmachen. Ich frage mich aber, warum programmieren die Entwickler überhaupt Spiele, die auf Max ohne DLSS gar nicht spielbar sind? Nicht mal auf dem besten PC der Welt. Frage ich mich, warum machen die das überhaupt? Was hat das überhaupt für einen Sinn? Ach, ich hasse es, wenn ich einfach nur ein Spiel testen will. Und man kann es nicht abbrechen. Jack Leary responding to Fort Solis alarm. Is everything okay over there? Anything? No. Weird. To trigger the alarm and not respond. It's a stone's throw from here. Okay. Aber wie ich sehe, ist das jetzt echt schon die ganze Zeit die Spielgrafik. Das Gute ist, es ist kein Shooter, da braucht man nicht so viel FPS. 60 FPS reichen. Und ihr seht, im Moment haben wir sie noch nicht, aber das Zauberwort, wie ich es eben sagte, DLSS. Ups, nein. Vielleicht reicht es schon. Ihr seht, ich habe immer diesen Mist aus. Ich weiß gar nicht, warum man den anmachen muss. Das verschlechtert das Bild. Und ansonsten seht ihr hier, ich habe alles auf Max, also mehr geht nicht. Bum, bum, bum. Und jetzt machen wir einfach mal. Wo ist bin ich denn jetzt hier? Jetzt machen wir einfach mal auf Qualität. Ihr seht, wie sich das Bild wirklich verschlechtert. Unten die Schrauben und so weiter. Achtet mal drauf. Und zack, ist das alles ein bisschen unschärfer. Aber man muss es anscheinend machen, weil kein Spiel es hinbekommt, vernünftig zu laufen. Wie viele FPS haben wir denn mit Qualität? Okay, das ist natürlich ein fetter Boost. Na, was heißt fetter Boost? 20, 30 FPS. Ist okay. So kann man spielen. Alles auf Max, DLSS auf Qualität. Ist in Ordnung. Sieht ja immer noch gut aus. Aber trotzdem, am liebsten will ich immer alle Spiele ohne DLSS spielen, weil das ist halt eine Sache, die die Grafik immer verschlechtert. Auch wenn es natürlich dann FPS-Boost gibt. Ich probiere gerade mal die Tasten aus. Hier kann ich verschiedene Karten ansehen. Ist ja geil, da unten. Er bewegt sogar da den Finger. Okay. Kleines, cooles Detail. Hier haben wir irgendwelche Nachrichten. Wir haben das Jahr 2080, steht da gerade. 9.10.10.2080. Audio haben wir auch welche. Gucken wir uns jetzt aber erstmal nicht an. Es ist so ein bisschen hier wie Dead Space grafikmäßig, ne? Dead Space, so von hinten diese Ansicht. Oder Callisto-Protokoll.
Kann ich irgendwie was noch was machen? Irgendein Knopf? Ich probiere gerade erstmal alle. Da kriege ich das gleiche wieder oben, okay. Nee. Anscheinend mehr kann ich erstmal nicht. Auch nicht sprinten oder so. Und wir gehen hier mal rein. Aber ich muss nochmal sagen, diese Unreal Engine 5. Ja, weiß ich nicht. Also ist jetzt auch kein Heilsbringer, ne? Also performance-technisch anscheinend kompletter Müll. Und auch grafisch-visuell an. Ist jetzt auch nicht, dass ich sage, wow, sieht das geil aus. Ist irgendwie Durchschnitt. Grafik aus 2010, so. Seitdem ist die Grafik auch irgendwie nicht besser geworden, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Einander. Einige Intermissionen bedingen einander. Füße eine aus, werden andere. So. Finde das Marsfahrzeug. Okay. I've switched comms frequency, Jess. No problem. I'll finish up here and then if you're not back in time, I can take the HTV. Roger that. Jack out. How many times do I have to tell you this isn't the military? Okay, it's fine. Roger that. Don't get lost. Okay. Ja, es ist wieder die Dings ein bisschen zu leise. Okay, können wir jetzt damit fahren, oder was? Den Mars Rover. Was sind wir eigentlich? Sind wir auf dem Mars, oder was? Ich weiß es gar nicht. Gehen wir jetzt hier mal rein. Psst. Set course for Fort Solace. Calculating. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace. In the Planum Quadrant responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Okay, I'm heading to Solace. Keep an eye on that storm. I doubt it'll pass me by unnoticed. Okay, also ich fahre nicht, er fährt von alleine im Moment. Aber er fährt von alleine, also ich muss hier nichts machen. Okay, es ist hier so intromäßig. Ich kann noch nichts. Ne, kein einziger Knopf. Kann es zum Überspringen machen. Und so auch wieder Drops drin. Frame Drops. Ruckel die Ruckel. Ja, das verstehe ich immer nicht. Ganz, ganz schlechte Entwickler. Was soll das? Ey, das bringt doch, das macht doch jeden Spaß weg. Schon wieder hier. Was soll dieser ganze Mist? Schon wieder eine Stunde Müll. Dass die das nicht checken, dass es kein Spieler will, sowas hier. Was soll das jetzt hier? Was ist das? Das ist doch ein Witz. Wenn ich wenigstens selber fahren könnte. Game schon wieder zurückgeben ist. Soll nur 4 Stunden lang sein, aber schon eine Stunde Müll. Das ist Gott sei Dank.
Solace? Jack Leary here. Entering your perimeter. Do you copy? Solace is locked down. Well, there goes your power theory. Why would it be in lockdown? System damage? Dare I suggest more weather damage? Yeah, maybe, but lockdown seems extreme. Is there no sign of security? No, they must be done for the night. Storm's picking up here. How about over there? Full swing here, so I've hopped in the HTV to keep you company. Lovely. It was that or nap the storm out. I'm flattered. And I can't nap with that noise, so you're happy. Chairman, listen, I'm gonna head to the atrium. Make contact there. Okay. Okay, okay. Okay, anscheinend geht's jetzt endlich weiter. Okay, also die Lichteffekte. Aber wieder kurzer Ruckel, Ruckel, Droppel, Droppel. Also es ist traurig. Da hinten wird was angezeigt. Das finde ich auch scheiße, dass man hier schon wieder kein Schnelllaufen hat. Mein Gott, nein. Ich verstehe auch nicht, warum man immer bei Survival-Spielen Ausdauer hat, warum man das hat. Es ist alles Sachen, die einfach den Spielspaß nehmen. Also ich drücke jetzt nochmal alle Knöpfe, vielleicht mal draufhalten. Na, der ist es sowieso nicht, ich habe schon so ein 10.000 Mal jetzt gedrückt. Aber auch alle anderen nicht, der ist nochmal das. Ne, man kann nicht schnell laufen. Ein Dreck. Alter, ist das ein... Also bisher ist es ein Müllgame. Sorry. Bisher ist es ein dickes Müllgame. Ich bin ja einfach nur zu dumm. Kameraglättung. Pausenmenü, Multitool abbrechen, interagieren. Ne, du kannst nicht schnell laufen. So, mal durchgucken da. I've had this on way too long. Okay, also auch hier kommen wir nicht rein. Alter. Wenn ich nicht bald sprinten kann, ne? Dann dreh ich durch. Oh, kann man sich hochseilen oder was? Looks like I'm climbing for now. Climbing? Well, the lift's out and the storm's on its way. Roger. Over and out. Yeah, who's a cool kid? Seriously though, make sure you're wired in. Weather's in full swing. Ach, Digga. No idea why I even tried to repair. Also falsch rum. Gegen den Uhrzeigersinn. Und let's go! Guckt euch die FPS an. Es ist ein Witz. Eben runter auf 30 FPS. Bei sowas hier. Performance ist... Wow, 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 wow. L und B hätte ich drücken müssen. LB und RB. Wenn es drauf geachtet, mein... Hat der Sturm dich getroffen? Wie geht's dir? Mein Geo! Es hat eine Weile gedauert, seit ich in einem Sturm war. Es schmerzt immer. Weather resistance suits my ass. I'll take that as a hard yes, then. This place really is a relic. Ah, you've got to be kidding. What? You wouldn't believe me if I told you. Kaputt. Wir müssen uns lösen.
Und jetzt müssen wir rüberschwingen. Hä? Hä? Das mache ich nicht falsch. Sorry, aber... Ich drück grad die 1000 Mal einfach. Das verkackt. Also ist das ganze Spiel nur so ein Reaktionsscheiß oder was? Also bisher Müll. Bisher komplettes Müll-Game, würde ich sagen. Komplett null Spaß, null Action, null gar nichts, null Atmosphäre. Komplettes Drecksgame. So eine Scheiße in die Kante. Like climbing. Fühlt sich an wie eine Alpha-Version. Next time I'm just cutting the door. You had your tools and chose to climb. Yes. Been a long day. Chapter 1. I'll head over to the atrium, see if anyone's home. Nothing on local comms. No. Alter, lasst mich doch sprinten. What, of Solis? It's old school. Still got single structures. You should feel right at home then. It certainly doesn't look welcoming. Also ich würde eigentlich noch nicht einschlafen, aber das Spiel ist, ja, ist recht gut fürs zum Einschlafen, finde ich bisher. Strange. The lock overrides are still on. It's not strange. It's protocol when a lockdown is triggered. Okay. Jetzt habe ich sie irgendwie aufgemacht. Junge, lass doch die Tür auf. Oxygen reserves are still active. Well, the backup generator maintains oxygen levels. Did you think they just powered the light? Well, not anymore. Kann man noch nichts aufmachen oder so? Ist das so ein Walking-Simulator oder was? Kann doch kein Sichtfeld verändern. Wir sehen hier einen Baum. Sicher. Was hat er da jetzt, ein Kieselstein oder was? Your comms just went local. Please tell me you didn't remove your helmet. Oh, you know I don't like to wear it all the time. I can't believe you actually removed it on site. Oxygen levels are stable. It's not natural to wear it that long. Are we gonna pretend you're wearing yours? I knew it. Nimm das Ding mit. I'm not the one responding to standard issue. It's not as comfy as it looks. Okay. I've always liked mine. Well, I'm not drawing a dog on mine. It's a frog. Oh. Nee, immer noch kein Turbo. Door locked. Ja, Leute, ich werde jetzt hier Cut machen, weil ich will noch nicht schlafen gehen. Vielleicht spiele ich das abends weiter, wenn ich ins Bett will. Bisher Müll.